Irgendwie ist heute plötzlich Stress ins System gekommen und das liegt nach meiner Auffassung an einem Déjà-vu, nämlich dem Déjà-vu, das wir schon mal gesehen hatten in Großbritannien, als die Anleihemärkte eine Revolution starteten gegen den Plan der damaligen britischen Ministerpräsidentin Liz Truss und gesagt haben, deine Steuersenkungen, die werden das Defizit des Staatshaushaltes noch vergrößern, also spielen wir das Spiel nicht mit und verlangen viel höhere Risikoprämien, daraufhin schossen die Zinsen, die Kapitalmarktzinsen, die Renditen für britische Staatsanleihen massiv in die Höhe. Schließlich musste Liz Truss zurücktreten und was jetzt der sozialdemokratische Premier vorhat, das geht in eine ganz ähnliche Richtung und wieder reagieren die Anleihenmärkte mit einer Revolution, treiben die Renditen stark nach oben für britische Anleihen. Das zieht die Anleiherenditen der gesamten westlichen Welt mit nach oben, bedeutet faktisch, dass die Kapitalmarktzinsen steigen, bedeutet wiederum, dass Geld teurer wird und das in Kombination mit dem Abverkauf der Tech-Aktien, den wir heute sehen, nach den Zahlen und vor allem Prognosen von Microsoft und Meta, ist diese Kombination, die heute zu diesen fallenden Märkten geführt hat. Und auch Bitcoin und Gold sind gefallen. Gold hat heute ein neues Allzeithoch zunächst mal erreicht. Bitcoin war ja auch im Aufwind. Beide Assets profitieren von der Aussicht, dass der Donald Trump nächster US-Präsident wird und waren ein bisschen heiß gelaufen, waren kurzfristig auf jeden Fall überkauft und dann war durch diesen Anstieg der Kapitalmarktzinsen, vor allem in UK und dem, was dann die westliche Welt oder die westlichen Anleihenmärkte gemacht haben, plötzlich einfach die Luft raus, Risk-Off war angesagt und da manche eben auf Gewinnen sitzen, bei Bitcoin und Gold, die kurzfristig unterwegs waren, haben sich die dann gesagt, okay, dann ziehen wir mal die Reißleine und dann sind Stops geflogen und so erklärt sich das, was da passiert ist. Aber da ist noch eine ganze Menge mehr. Wir starten mal mit dem Geschehen hier mit den Aktienmärkten. Wir hatten gestern gesehen, ja, Microsoft Meta nach vorgestern diesem Jubel über Google. Jetzt sieht es so aus, je nachdem, wie wir heute rauskommen, dass die gesamten Gewinne des Oktobers heute dann letztlich pulverisiert wurden. Und das war ja eine sehr, sehr lange monatliche Gewinnstrecke. Der S&P 500 ist gestiegen, jeden Monat. Und das war die längste Gewinnstrecke jetzt seit August 2021. 21 könnte also sein, monatliche Gewinnstrecke könnte also sein, dass das Ganze heute endet. Und ich hatte heute Morgen im Videoausblick schon diese Grafik gezeigt. Wir haben eigentlich jedes Mal vor Wahlen zumindest einen Sell-Off, da wird ein bisschen Luft rausgelassen, das war 2020 so mit einem Abverkauf von 6%, wenn ich das richtig hier sehe. 2012 war es noch ein bisschen mehr, es war vor allem sehr viel dann im Jahr 2008, damals ja Immobiliencrash könnte man sagen in den USA oder eben diese das Platzen der Immobilienblase minus 25%, aber auch 2016 immerhin minus 3,5%, eine kleine Korrektur. Also durchaus typisch, dass wir so Ende Oktober, Anfang November noch vor den US-Wahlen eine solche Bewegung sehen. Aber, und das ist eben das, was heute auffällig war, Gold möglicherweise mit der schlechtesten Handelssession seit Juni. Bitcoin war sehr deutlich gestiegen und ist jetzt eben in einer schnellen Bewegung wieder auf 70.000 Dollar gefallen. Wie gesagt, beide Assets sind Trump-affin. Gold sagt sich, der Mann wird das Defizit weiter erhöhen, also flüchten wir in Gold, zumal Trump darauf dringen wird, dass die Zinsen noch weiter fallen, wenn er denn Präsident wird. Wenn nicht, ist er dagegen, dass sie fallen, solange Biden noch am Ruder ist. Und Bitcoin, klar, Trump hat sich in Richtung Bitcoin positioniert, daher macht das alles durchaus Sinn. Und hier sehen wir das britische Drama, könnte man sagen. Wir haben jetzt im Grunde die Rückkehr dessen, was man in den USA und England die Bond Vigilantes nennt, also diejenigen, die sagen, mit uns nicht, eure Defizite zahlen wir nicht, wir verlangen hohe Risikoprämien, wir sind nicht bereit, dieses Spiel mitzuspielen. Es sieht wie ein Steuerschock aus, für mich hat ein Anleihehändler gesagt. Wir sehen, dass nicht nur die Renditen für britische Staatsanleihen sehr deutlich nach oben geschossen sind, sondern auch das britische Pfund mit einem der größten Verluste der letzten Monate an einem Tag reagiert hat. Also man geht raus aus dem Pfund.
Und wir sind jetzt praktisch kurz unter dem Niveau, das wir 2022 erreicht hatten, als diese Liz Truss-Panik gewesen ist. Wir sind also über 4,5% gestiegen in Great Britain. Und das bedeutet, das hat so eine gewisse Sogwirkung. Dann sind die Renditen auch für amerikanische Anleihen nach oben gegangen. Und hier gibt es schon Wetten, die sagen, okay, und die setzen echtes Geld darauf, dass die 10-jährige Anleiherendite, zum Beispiel über den Optionsmarkt, dass die 10-jährige Anleiherendite der USA die Marke von 4,4% erreichen wird. Heute waren wir bei 4,33 gewesen, also so wahnsinnig viel wäre das ja nicht mehr. Und das ist hier das Problem, die Kosten, die Schulden, die Zinsen, die Großbritannien zahlen muss, die sind jetzt auf dem höchsten Stand des bisherigen Jahres, eben weil die Anleiherenditen steigen. Und das alles kommt nicht als Überraschung, wie hier ein Analyst sagt, denn das Verhältnis zwischen Schulden und BIP in Großbritannien ist bei 99%. Jetzt machst du die größte Steueranhebung in einigen Bereichen. Es wird ja nicht generell die Steuern angehoben, aber in vielen Bereichen werden die Steuern angehoben. Das ist dann die größte Steueranhebung seit dem Zweiten Weltkrieg und gleichzeitig den größten Schuldenneuaufnahmesprung in vielen Jahrzehnten, und das ist ein Schock für die Märkte, für die Anleihemärkte im Mindesten. Deswegen springen die Renditen nach oben, also die Risikoprämien für britische Staatsanleihen, und das sorgt für ein bisschen Panik. Hier sehen wir nochmal praktisch die Renditen der 10-jährigen Anleihe, genauer gesagt TLT, das ist ein ETF, das länger laufende US-Staatsanleihen abbildet. Steigt dieses ETF, fallen die Renditen, fällt dieses ETF, steigen da Renditen, und wir sehen, wir sind an so einer wichtigen Marke, und bisher haben wir jetzt diese 4,33% der 10-Jährigen noch nicht wirklich überwunden, und diese 10-Jährige, die ist so unfassbar wichtig, deshalb, weil da der gesamte Immobilienmarkt dranhängt an den USA, das heißt, die Hypothekenzinsen orientieren sich an der 10-jährigen Anleiherendite und nicht am Leitzinssatz der Fed. Kreditkartengeschichten, all das, was für Banken eigentlich relevant ist in Relation zum Konsumenten, das passiert hier über diese Kapitalmarktzinsen und eben nicht über die Leitzinsen. Die Leitzinsen sind ein Interbankenzinssatz, ein Vorschlag gewissermaßen der Fed, wie dieser auszusehen haben könnte. Und wir sehen, dass viele eben jetzt spekulieren, ja, das wird weitergehen. So sehen wir etwa bei der zweijährigen US-Staatsanleihe, die sehr stark auf die erwartete Zinsentwicklung eben in nächster Zeit reagiert. Praktisch so eine Art Gegenspieler der Fed ist, könnte man sagen. Da haben wir jetzt die größte Short-Position in der Geschichte, und Geschichte ist ja schon relativ lange, wenn Sie mich fragen. Jedenfalls gehen da also viele davon aus, dass der Kurs fällt, deswegen gehen die Short. Und damit würde die Rendite, also der Kapitalmarktzinsen, die Risikoprämien weiter steigen. Das ist schon eine auffällige Geschichte. Und jetzt kommen wir mal zu Gold. Und das hängt ja alles damit zusammen. Wir sehen jetzt erstmal, dass der Anteil von Notenbanken an Dollarreserven eigentlich konstant nach unten geht. Etwa seit dem Jahr 2012, 2013. Und gleichzeitig Gold mit nach oben geht. Diese Parallele ist wohl kein Zufall. Wir sehen, dass vor allem Zentralbanken immer mehr Gold angehäuft haben. Ob es Indien ist, China war es lange Zeit, derzeit nicht mehr, aber auch Länder, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, wie Türkei zum Beispiel, die haben deutlich Gold akkumuliert. Und hier macht dieser Chart derzeit an der Wall Street die Runde, den Sie hier sehen. Wir sehen nämlich hier den Goldpreis und die 10-jährige Realrendite, also der Rendite minus Inflation. Und da hat sich etwas ergeben, das zeitgleich zusammenfällt mit der Konfiskation des Goldes der russischen Zentralbank oder der Assets der russischen Zentralbank als Sanktion aufgrund des Ukraine-Krieges. Und jetzt weiß man nicht, ist das irgendwie ein Zufall oder ist das kein Zufall, denn eins ist klar,
viele, die jetzt nicht die super engen Buddies sind des Westens und vor allem der USA, die haben sich dann gesagt, ah, das könnte uns auch passieren, also werden wir mal vorsichtiger und kaufen dann zum Beispiel Gold, denn Gold ist etwas, das anders als US-Staatsanleihen nicht mal eben enteignet werden kann oder andere Assets eben nicht so enteignet werden kann, wenn man es eben in der Bilanz dann der eigenen Zentralbank letztlich hat. Also das ist etwas, was zu beachten ist. Das wird weiter für Diskussionen sorgen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und hier sehen wir mal Gold. Hier das auf ETF-Basis sehen wir in Relation zu Anleihen ist man schon sehr, sehr weit vorausgeeilt, hat also diesen 200-Tages-Durchschnitt so weit nach oben inzwischen verlassen, kann man sagen, dass die Lücke schon sehr groß ist. Und da ist es kein Wunder, wenn auch mal ein bisschen hier Luft rausgelassen wird. Gold ist ja wie ein Strich gestiegen in diesem Jahr, 34%, wenn ich das richtig erinnere, ohne wirklich dicke Korrektur, sondern nur mal so kleine Korrektürchen und dann gleich wieder mit nach oben gelaufen. Hier sehen wir das mal, wie das sozusagen in den ersten 10 Monaten, also von Januar bis Oktober, wie das ausperformt hat. Da gab es eigentlich noch kein Jahr, das in irgendeiner Form so in den ersten 10 Monaten gelaufen ist. Wir hatten jetzt kürzlich die größten Zuflüsse in Gold, also in Goldfonds, seit von Wort ist immerhin seit die Corona. Jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wir sehen hier, besonders rot ist da, wo Tech ist und deswegen der Nasdaq 100 über 2% im Minus. Stand jetzt kann sich alles ändern. Dagegen Russell 2000 nur in Anführungszeichen minus 0,83. Dow Jones auch etwas besser, S&P so mittendrin, weil eben stark dominiert durch diese Tech-Werte. Wir sehen eine Microsoft mit minus 5%, eine Nvidia mit über 4%. Wir sehen ein moderates Minus bei der Apple, ein dickeres Minus bei Meta und Amazon, die heute auch berichten werden, minus 3%. Also da ist Tech der Belastungsfaktor und die Amerikaner, die sind ja Freunde von Statistiken. Nee, die haben einfach alles eine Statistik und auch fürs Gegenteil, gell? Und sie sind ein echter Meister, was die Datenermittlung betrifft, wie man die saisonal adjusten kann. Also das ist in den USA wahrscheinlich schon ein Lehrfach. Du musst jetzt einmal, nimm eine Zahl und machst eine saisonale Anpassung, gell? Na, und da überlegst du den Schlüssel, dass die Zahl am Ende dann gut ausschaut. Ne? Das ist in den USA ganz wichtig, das ist eigentlich schon Grundwissen, kann man sagen, aber jedenfalls Statistik der Amerikaner, Halloween, das kann sich ja jeder merken, heute ist Halloween, nicht wahr? Und da haben wir normalerweise durchschnittlich eigentlich einen positiven Tag mit 0,25% im Plus, aber heute, je nachdem wie es rausgeht, könnte das der schlechteste Halloween-Tag für die Wall Street seit dem Jahr 2011 werden, wie gesagt, mal schauen, wie es rausgeht. Und aus meiner Sicht hat gestern schon so ein bisschen das Problem begonnen. Wir hatten ja gestern Google, die stark gestiegen sind, aber der Nasdaq hat nicht so richtig mitgespielt, trotz des Anstiegs von Alphabet. Gestern ja diese Geschichte mit Supermicrocomputer, die Chefs von Supermicrocomputer und der Chef von Nvidia, Jensen Huang, die beiden sind so dicke, das sind Best Buddies, die spielen sich gerne mal die Bälle zu und jetzt hat ja gestern dann Ernst & Young gesagt, das Mandat, das können wir nicht annehmen, da gibt es Unregelmäßigkeiten, die wir nicht verantworten können, daraufhin ja, Supermicro über 30% gefallen, heute wieder zweistellige Minus, das hat so eine Stinkefingerformation jetzt, meine Damen und Herren, und das Problem ist oder könnte sein, dass früher oder später man auch Fragen stellt, vielleicht auch mal irgendwann die Börsenaufsicht, SEC, wenn sie aufwacht, was ist denn eigentlich, wenn bei dem dritt- oder viertgrößten Kunden von Nvidia irgendwas mit den Zahlen nicht stimmt, vielleicht stimmt ja auch was mit den Zahlen bei Nvidia nicht, weil die beiden Firmen, wie gesagt, die sind sehr eng. Also das steht zumindest im Raum. Und man wird sich, irgendwer muss sich mal das anschauen und wird vielleicht feststellen, dass da bestimmte Dinge ein bisschen unkoscher sind. Genauso übrigens, wie jetzt ein Twitter-Account Just Dario gezeigt hat, auch mit den Zahlen
von Microsoft, respektive von der Bilanz von Microsoft, denn da sind sehr, sehr hohe Beträge von unbezahlten Rechnungen. Da sind 17 Milliarden Dollar irgendwie offen, die sich die ganze Zeit schon wälzen und wälzen und wälzen. Das waren mal 22 Milliarden Dollar und im Juni diesen Jahres sind es dann nur noch 17 Milliarden Dollar geworden. Und im Juni diesen Jahres, da wurde ja OpenAI finanziert, an denen Microsoft ja einen Anteil hat. Und dieser Account zeigt, dass offenkundig es so gelaufen ist, dass das Geld, nämlich 5 Milliarden Dollar, was da zusammengekommen ist bei dieser Finanzierungsrunde für OpenAI, dass das offenkundig direkt in die Bilanz von Microsoft geflossen ist, weil vermutlich OpenAI Schulden hatte bei Microsoft, genauso wahrscheinlich wie Supermicrocomputer. Das sind unbezahlte Rechnungen, weil diese Firmen offenkundig nicht wirklich solide sind. Das hat man aber in der Bilanz verbucht als praktisch Einnahme, die halt noch nicht bezahlt ist. Und das ist nur der Gipfel des Eisberges. Also das scheint irgendwie so ein Zirkelsystem zu sein. Ohnehin ja, Nvidia hatte 3, 4 Großkunden, die gegenseitig sozusagen letztendlich ihre Bewertungen mit nach oben gepusht haben. Und vielleicht haben wir den Gipfel von KI-Euphorie schon gesehen, zumindest wenn man die Chip-Nachfrage sich mal anschaut. Wir hatten ja jetzt Zahlen von Samsung und da sind die Profite deutlich gefallen und man hat angedeutet, es gibt eigentlich ein Oversupply bei Halbleitern, also ein Überangebot. Man hat ja produziert ohne Ende, weil ja angeblich die Nachfrage so richtig groß war. Und dieses Überangebot könnte eben auch daran liegen, dass natürlich diese Chips sehr schnell veralten. Jetzt hat Nvidia diesen Blackwell oder bringt es auf den Markt, wodurch die älteren der H100 und wie sie alle heißen praktisch wertlos sind. Aber jetzt haben viele vielleicht noch diesen H100 oder andere Chips bestellt und sagen sich jetzt, oh, nicht so cool. Wir warten so oder so erstmal ab, bis dieser Blackwell kommt, weil was sollen wir mit alten Chips? Das ist so, wie wenn Sie einen alten Rechner haben und haben die Chance, einen neuen zu bekommen, dann nehmen Sie den neuen in der Regel, weil Sie wissen, ja, das wird so schnell veralten, wenn nicht. Und so sehen wir eben so ein bisschen die ersten zwei auch in Sachen KI-Euphorie und Nachfrageboom. Und wir sehen, dass der Nasdaq 100 jetzt diese Rising Wedge getestet hat, also diesen Trendkanal hier getestet hat. Wir sehen, dass der erstmal gehalten hat. Mal sehen, das wird wahrscheinlich abhängen von den Zahlen heute Apple, Amazon. Wir sehen, der VIX mal eben zweistellig gestiegen um 14% aus dem Bollinger Band ausgebrochen. Und hier sehen wir, dass Apple und Amazon so ziemlich gleichbedeutend sind mit dem Nasdaq 100. Da hat man sich ziemlich gleichartig bewegt. Also ist es sehr wichtig, dass jetzt nach diesen Enttäuschungen bei Microsoft wegen dem Azure-Wachstum, also dem Cloud-Wachstum und bei den sehr merkwürdigen Unterinvestitionen von Meta, da hatte man sich viel mehr erwartet, dass die viel mehr investieren. Die kaufen aber lieber offenkundig die eigenen Aktien zurück. Da wird also jetzt vieles drauf ankommen und wir haben für Sie mal vorbereitet so eine Vorschau, was zu erwarten ist, wie die Lage einzuschätzen. Schätzen ist erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite Empfehlung wäre, gucken Sie den zweiten Teil, denn da hat sich einiges Interessantes heute getan an der Wall Street in Sachen US-Wahl und natürlich in Good Old Germany. Das alles im zweiten Teil, beides wieder unter dem Video verlinkt. Ich sage Servus, ciao, bis gleich.